Alter, was geht ab, Leute? Hier? Endlich wieder mit dem eBay-Format. Mein einziges Format, das eigentlich auf dem Kanal konstant läuft. Eigentlich noch für den letzten Monat, aber da haben wir jetzt nicht mehr reingekommen, weil Ultra-Bonus ging viel zu krass ab. Jetzt Anfang des Monats, das heißt, Ende des Monats kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Jeden Monat eine Folge. Und die Folge hier, wie gesagt, ist eigentlich noch für September. Ich habe jetzt auch einige Vorschläge bekommen, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, ein bisschen außerhalb zu schauen. Nicht nur eBay, zum Beispiel auch eBay Kleinanzeigen, Amazon, Facebook, irgendwelche Gruppen, wo Accounts verkauft werden. Wobei, um ehrlich zu sein, habe ich da noch nie einen gesehen. Aber lässt sich bestimmt finden. Oder sowas wie Spock, glaube ich, heißt es auch. Werden ja auch Sachen angeboten, vielleicht da. Mal schauen. Ich weiß schon, in welche Richtung ihr gehen wollt. Ich habe ein anderes Format in Planung. Das könnte diesen Bereich vielleicht abdecken. Seid gespannt auf dieses Format, das hoffentlich diesen Monat noch kommt. Wenn die Events in Pokémon GO nicht zu krass abgehen und wir Zeit dafür haben. Aber heute noch ganz normal eBay. Wir schauen wieder rein. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn wir reingeschaut haben, haben wir eine Überraschung erlebt. Jedes Mal, wenn ich dachte, okay, wir haben alles gesehen, hat uns so eine Sache nochmal überrascht. Ich gebe ein, Pokémon GO. Die Suche weiß schon Bescheid. Oder Pokémon GO Account. Verkaufte Artikel schauen wir uns an, genau. Verkaufte, so. Oder wir schauen, Moment, wir schauen das mal ganz kurz durch und dann schauen wir an, was auch tatsächlich verkauft wurde. Pokémon GO Account, Level 35, Tyranitar, High Stardust. 82 verkauft. Pokémon-Account mit Seentrio. 1365. Das ist doch interessant. Wer bereit ist, den Account zu kaufen, dann kann man ihn selber hochleveln. Ultra-Freunde oder beste Freunde, sodass es halt nicht eine Million Sternstoff kostet. Und dann kann man sich die rübertauschen. Um ehrlich zu sein, ich will es jetzt nicht verharmlosen. Wir schauen uns das immer an, zum Spaß. Nicht nachmachen und immer selber alles machen. Ist natürlich das Beste, aber ob du jetzt einen Account kaufst und das dann rübertauscht oder ob du irgendeinen Fremden findest, und dann darüber tauscht, macht es so einen großen Unterschied? Am Ende des Tages fängst du ihn ja nicht selber, also wo der herkommt. Nur so ein random Gedanke, aber am besten natürlich nicht machen, weil das alles gegen die Richtlinien und sowas. Alle regionalen, vor allem jetzt, ist nicht so viel wert, also ich würde nicht 20 Euro mehr ausgeben. Ich kann euch die alle für lau vertauschen. Pokémon GO Account mit Suicune Shiny, sicher günstig. Die Beschreibung. Was die Beschreibung? Ach so, die Beschreibung lesen. Dann machen wir das doch mal. Wenn er schon darauf hinweist. Mehr zum Thema. Level 14 bis 20 Mystic Veiler Account. Wieso nicht Mystic Veiler Instinct? Was ist das? Was soll die Kacke? Wo bleibt Instinct, Digga? Mit einmal Shiny Suicune. With so many important items too. Nein. Es gibt kein Item, das important ist. Stardust 30 bis 80.000, mid to high value of Stardust. Nein, das ist low to low low Stardust. Das ist nirgendwo in Nähe mid und high. What the fuck? The accounts are ready to send you the account information immediately. CP of Suicune Shiny varies a lot from one account to another. However, remember the CP change when you trade. Account safe, no ban, no slash. All made by hand. Okay, so wichtig war die Beschreibung jetzt auch nicht unbedingt. Relikan 1373 wäre interessant. Oh! Ne, was? 1343! Aber keiner hat Interesse. Also, wir können mal ganz kurz reinschauen, für was der verrückte 1343 haben will. Ich meine, wir sehen diesen neuen. 100% ist nett, aber das bringt uns nicht viel. Das wäre eh nur Tauschmaterial. Alola Raichu saftig. Alola Knogger saftig. Shiny Shining saftig. 53 Millionen EP ist okay. 100er Kaumalat Entwicklung, Garchomp, wie heißt der nochmal, Knackjagd. Wie gesagt, Tauschmaterial, aber bringt uns nicht viel. Ich meine, das Geile ist, man kann Lucky Freunde mit dem werden und sich die Gemaxten rübertauschen. Oder allgemein einfach die Gemaxten rübertauschen. Vielleicht wird es Lucky und dann hast du direkt schon mal ein gemaxtes Pokémon. Aber die IV jucken halt so gar nicht. Vor allem, wenn es halt nicht dein eigener Account ist. Auch hier 100er. Guter Lander bringt halt nichts. 100er Maulwurf, saftig, aber bringt uns halt nichts. Shiny Mewtwo, saftig. Oida. Ihr wisst doch, jetzt kommt Shiny Mewtwo mit Spukball in die X-Rays.
was da für Angebote dann auf eBay rumschwirren werden. Die ganzen Shinies, ja, ist interessant, kann man sich übertauschen. Shiny Tauros ist nice, Shiny Rayquaza ist am Start. Ansonsten Shiny Alola Kokorai, ja. Ich versuche die ganze Zeit hier auf X zu drücken. Da habe ich versucht auf X zu drücken, aber hier ist es. Okay, wir schauen mal kurz in die Beschreibung. 450 Shiny saftig, 8,12 Millionen Sternstab saftig, Many Community Shundos saftig. Also ein krass erstbufter Account, aber trotzdem geile Sachen, die man sich rein theoretisch rübertauschen kann. Aber 1000 ist verrückt. Einfach nur verrückt. Shiny Sneeble, 10er, wer haben will. Das ist doch die verrückten Geschenke, die wir gesehen haben. Zum Beispiel aus Tschernobyl. Hier, 10 Geschenke aus dem USA Pentagon. Das sind echt verrückte Ideen, Mann. Was kommt als nächstes? Bermuda-Dreieck? Warte, was gibt's noch für krasse Orte? Nordkorea irgendwie? Ah ja. Das war's. Option, so, so, so. Ah, okay, jetzt habe ich's. Ich weiß nicht, was Angebot ist, aber so. So, genau. Das ist doch interessant. Die tatsächlich auch geboten werden. Shiny Mewtwo für einen 10er. 15 Gebote. Shiny wie Beatles. Plus zwei Legendäre. Für 9,62 momentan. 10 Dollar. Welche zwei Legendären? Ein normales Rayquaza, ein Giratina. Shiny Pipitas, 10er Wert? Wer weiß. Shiny Mewtwo und Shinux, ein 10er. Okay. 144 Euro. Den schauen wir uns gleich an. Shiny Lunastein, 8 Euro. Oh, Shiny Zengo, den wir nicht bekommen haben. 9,37. Shiny Click, 10er. 151 Euro. Naja, ganz oben erstmal. 61 Euro. 52 Millionen EP, 4,5 Sternstaub und 45 Pässe, was an sich schon eigentlich direkt grob geschätzt 35 Euro, 30 Euro oder so wert ist. Bilder. Wir schauen uns so die Bilder an. EP, ja. Okay. Eine Menge Mewtwo zum Rübertauschen. Okay. Rüstungs-Mewtwo. Die würde ich mir auf jeden Fall alle rübertauschen. Relaxo juckt kein mehr, Draugan juckt kein mehr, Despotar juckt kein mehr. Ja. Nicht so toll der Account. Abgesehen von den Raid-Pässen ist der nicht wirklich interessant. Nee. Nee, danke. Was hatten wir sonst noch im Visier? Den hier, 144 Euro. Man sieht halt direkt diesen Dino, also schönen Clickbait. Er weiß, wie es läuft. Godon, Shiny, Kyogre Shiny, paar Shinies. Zwei sehr saftige Shiny, Alter. Sonnfell und Fibitis. Alter, das ist saftig, Mann. Hoi, Fritzeblitz. Das ist saftig. Da sage ich nicht nein. Paar Chums zum Übertauschen. Shiny Rayquaza. Also der ist auf jeden Fall schon mal viel, viel interessanter. Aber preistechnisch war der auch schon einen Ticken höher. Ich wollte schon wieder hier unten auf X drücken. Diese Angewohnheit. 160 Dollar ungefähr. Was macht das in Euro? 144 Euro. Alter, der Dollar ist stark. Ich muss sagen, ein paar interessante Sachen dabei, aber... überwältigt mich jetzt nicht so. Ich habe es gerade gesehen. Oh, 200. Schauen wir uns noch einen an. Wahrscheinlich den 200-Account. 412, keine Gebote, keine Gebote. Okay, 200 ist das Höchste, was wir sehen mit Geboten. 49 Gebote. Also das ist morgen weg. Wir schauen rein. 100er Spuk bei Mewtwo. Shiny Togepi. Naja, Mewtwo Armee. Eine Menge 100er, ein paar Sachen sind am Start. Wie gesagt, die 100er bringen uns nichts. Wir vertauschen ja alles rüber auf unseren echten, in Theorie. Nicht, dass wir es echt machen, nicht nachmachen. Oder gar nicht machen, ich mach's ja nicht, also könnt ihr auch nichts nachmachen, aber nicht machen.
Deswegen bringen uns die 100 an sich nichts. Es sei denn, ihr wollt den als zweiter Account verwenden, aber muss echt nicht sein. Also im Grunde genommen nur interessant, Sachen rüberzutauschen und den sozusagen zu absorbieren. Und da würde man halt gerne Shanks oder so absorbieren. Ich meine, das ist krass. Man kann sich jeden Tag ein legendäres rübertauschen und dann irgendwann wird es wahrscheinlich lucky, hier ein paar Shinies zum rübertauschen. Aber zum Beispiel den Account davor, den fand ich interessanter wegen den seltenen Shiny. Das hier, naja. Wisst ihr, was ich meine? Dann schauen wir nochmal kurz auf die Sachen, die verkauft wurden. Verkaufte Artikel. Das höchste. Können wir hier sortieren nach höchste? Höchster Preis. Genau. Höchster Preis, was verkauft wurde in letzter Zeit, ist ein Account für 231 Euro und 56 Cent. Kanadische Dollar, 335. Okay. Shinies, ein paar Glücks-Shinies. Wie gesagt, die kann man nicht weitertauschen, also für uns irrelevant. Shiny Flunkiefer, not notable. Achso. Notable heißt, Shiny Alola Sandan ist interessant. Wie, das war's? Nur zwei Bilder? Dann schnell in die Beschreibung. Wo ist die Beschreibung? Dicke Beschreibung. 300 Legendäre, 45 Shinies, 8 Shiny Legendäre, 35 plus plus Lucky, 40-100%. Und hier ist die Liste, was? Ist dieser, schon wieder dieser Kanadier? Wir haben schon letztens ein paar Accounts von dem angeschaut. Der zieht die alle hoch und verkauft die dann. Der macht fettes Business anscheinend. Das ist nicht sein erster Account, warte mal. Was mich interessieren würde, ist der Händler hier. Er hat bisher nur 54 Bewertungen. Alle zum Verkauf angebotenen Artikel, genau. Was? Er hat keinen Artikel oder was? Ich will sehen, kann man nicht irgendwo sehen? Das müsste eigentlich hier kommen. Ach so. Dadurch, dass es schon verkauft ist, hat er momentan nichts. Wir haben ja in der Vergangenheit geschaut, verstehe. Dann müssen wir warten. Nur eine positive in der letzten... Oh, ich muss mich einloggen, um das zu sehen. Naja, auf jeden Fall war es das wieder von unserem eBay-Format. Ein paar nette Accounts mit dabei. Der kommt mit Shiny Lunarstein... Nee, Shiny Sonnfell und Shiny Phibitis war interessant. Ansonsten jetzt nichts unbedingt dabei gewesen, was mich so vom Hocker haut. Wie gesagt, wenn ich mir solche Accounts anschaue, dann denke ich mir, wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich die nutzen? Und das ist halt, wenn ich die Sachen alle rübertausche auf mein Main. Das heißt, viele Pokémon, die auf Max sind oder viele Shinies. Aber die 100er sind zwar geil zum Angeben und sowas, aber bringt mir halt nichts, weil wenn ich das rübertausche, bleibt es nicht 100. Also sind die vollkommen wertlos. Dementsprechend diese Accounts. Aber naja, das war's von mir, Leute. Wie gesagt, nicht nachmachen, nicht kaufen. Das ist nur zum Spaß, zum Interesse, dass wir da reinschauen. Aber ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.